Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Castle Flipper. Was ist das für Licht? Okay. Jedenfalls, ich habe jetzt mir erlaubt, einfach mal schon 3 Häuser, glaube ich, insgesamt zu bauen, weil es ist im Grunde immer das Gleiche. Und durch das, dass mich das ein bisschen nervt mit den Dächern und so weiter, also wie man das Ganze baut, dachte ich mir, pfeif drauf, komm, ich baue jetzt halt einfach mal hier ein paar Sachen und dann taucht das schon. So, und bin dann auch schon mal rumgelaufen jetzt und habe aufgeräumt. Jetzt sammle ich noch einmal schnell das Geld ein. Vor 5 Minuten gemacht und jetzt hatte ich schon so viel Geld drin. Wahnsinn, das geht aber wirklich schnell. Okay, jedenfalls, wenn uns Material fehlt, dann werde ich das natürlich kaufen. Ich glaube, das hier ist so das größte Haus mit, was ich gebaut habe. Da habe ich dann da hinten noch ein Badezimmer. Da habe ich dann noch das Schlafzimmer. Es stehen natürlich nicht sehr viele Möbel drin, aber warum soll ich auch so viel Geld ausgeben? Ganz ehrlich, muss ja nicht sein, ne? So, jedenfalls, wir haben schon einige Häuser gebaut. Ich sehe das halt nur da oben nicht. Platziere den Thron. Das müsste normalerweise auf 1 stehen, tut es aber nicht. So, ich habe insgesamt 6 Stück von den Häusern. Lass mich raus. Ja, jetzt sagt er plötzlich, platziere den Thron, habe ich erledigt, ne? Aber ist egal. So, ich wollte mal gucken. Und zwar, es gibt ja noch gartenmäßig hier diesen Weg, ne? Das wollte ich mir mal angucken. Ich wollte einfach das mal so ein bisschen ausprobieren, wie das denn funktioniert mit dem Weg. Funktioniert gar nicht, oder wie? Moment. Ja, 1 rüber noch. Ist aber auch komisch, oder? Was ist denn das für ein Weg, bitte? Da brauche ich, oder? Sowas da. Aber auch der Weg schaut etwas komisch aus, muss ich sagen. Ich mache jetzt einfach mal hier so ein bisschen. So, dann haben wir einen direkten Weg, der hier nach vorne. Aber daneben kann ich keinen setzen, oder wie? Warum nicht? Also ich kann da dann was hinsetzen. Okay, die Dinger, da kann ich dann wieder bloß weghauen. Okay, da bekomme ich dann ein bisschen was vom Geld wieder. Aber ist es doch nicht gerade optimal, oder? Das ist wirklich alles ein Weg? Das ist doch aber kein Weg, nicht, oder? Oder täusche ich mich jetzt da? Also, kann man die auch größer machen oder sowas? Nee. Keine Ahnung, was soll das? Okay. Das ist ganz komischer Weg, jedenfalls. Also ich würde den nicht wirklich bauen. Ah, und das nervt jetzt halt, ne? Warum habe ich überhaupt den davor gebaut? Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, den könnte ich dann irgendwie breiter machen oder sowas. Moment, ich könnte jetzt mal versuchen, Veränderung. Veränderung. Makelloser Stein. Das geht hier überhaupt nicht. Was ist denn das für ein Weg? Das ist so ein schmales Ding irgendwie. Vor allem, ich habe hier ein riesen Tor und soll jetzt dann, warte mal, Zäune? Wie sind das? Moment, wir gehen mal auf Burg. Wir gehen mal auf Burg. Gebäude, Burghäuser. Da gibt es doch auch diesen Boden, oder? Nee, das sind ja doch freilich diese Dinger da. Aber den kann ich auch nicht nach da vorne machen. Und das ist eher, denke ich mal, eine Decke oder sowas, ne? Oder soll das... Moment. Es steht halt nichts da, ne? Fundamente und Boden.
Okay, und ist das jetzt ein schmaler? Aha. Okay, also werde ich sein lassen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Ihr merkt schon, ich bin mittlerweile nicht mehr so begeistert von diesem Game. Da ist irgendwo ein Fitzel, den ich... Ja, den da. So, sorry. Ich hoffe, ich kann das dann später ein bisschen runter regulieren vom Sound her. Da war ich jetzt halt wirklich etwas zu schnell. Ich dachte, das wird irgendwie... Man kann das irgendwie verziehen oder sowas. Keine Ahnung. Enttäuschend. Nenne ich das. So, schauen wir nochmal. Also, es geht echt schnell mit dem Geld, muss ich sagen. Man wird hier überschüttet mit Geld. Da ist schon wieder dreckig, aber ist in Ordnung, weil das bringt ja Material, ne? Da haben wir noch ein Fass. So. Man wird überschüttet. So, noch was? Ein Eimer auf dem Bett. Noch was? Hier noch irgendwas? Nö. Nö, das Haus ist noch nicht sauber. Ach, da liegt noch was. Aber auch seltsam. Da oben habe ich auch immer was. Weil das ist ja dieser Boden, ne, den es da gibt. So, nee, das reicht. Schluss. Ich hätte halt jetzt halt echt gedacht, ich kann hier irgendwie schöne Wege hinbauen und dann mit Pflanzen und so weiter. Vor allem, wenn ich mir das anschaue, hier Garten, und dann schaue ich mir diesen Weg hier an, dann denke ich mir, oh, das ist ja toll. Aber da ist nichts mehr. Also ich kann Pflanzen, ja, schön. Da kann ich jetzt einen Blumenkübel herstellen. Ich meine, ist ja auch schon mal was, ne? Ich will ja nicht zu negativ sein. Gerade so Pflanzen oder sowas ist natürlich schon auch nice. Aber der Weg? Nee. So, jetzt reicht's aber auch. Jetzt habe ich mich 5 Minuten über den Weg ausgelassen. Wir bauen jetzt nochmal. Und zwar, hier habe ich die 8. Ich baue jetzt halt hier nochmal ein Häuslein hin. So, wir machen eine Tür ran, Nummer 1. Wir machen einmal das Rent-Schild dran. Das würde ich gerne da wieder raustun, weil das bringt mir nämlich gar nichts. Habe ich schon gemerkt. Zack. So, schauen wir mal. Insgesamt 6 Felder passt. Er bräuchte 9. Die Beschädigung ist halt übel. Naja, gut. Was soll's, ne? Okay, aber mit insgesamt 6 Stück kommen wir hier klar. Das ist okay. Ein Bett, ein Wandschrank, ein Bett, ein Wandschrank. Dann würde ich sagen, spezialisiere ich mich mal auf ihn hier. So, nehmen wir uns mal... Nein, nehmen wir uns mal Fenster. Dann da noch ein Fenster. Dort noch ein Fenster. Ansonsten brauchen wir keine Fenster, weil der schaut gegen die Mauer. So, dann schnappen wir uns mal den Hammer. Wir haben einiges an Stein. Wir könnten einfach einmal glatter... Oder warte mal, wir machen mal Putz. Putz machen wir mal. So. Für den Boden würde ich aber sagen, machen wir eben so einen Holzboden. So, für das Dach, oder warte mal, machen wir erst einmal die Fensterläden rein. Gut, Hammer. Dann kommt die Tür hin, gleich aufmachen. Dann brauchen wir Dach. Auch so ein Ärgernis mit dem Dach. Weil ich kann das nicht so platzieren, wie ich gerne es platzieren möchte. Da machen wir auch Putz. Ja, machen wir auch Putz. So. Passt. Dann ist es für die zwei schon mal gut. Aber ich habe ja gesagt, für ihn hier, ne? Also machen wir mal noch ein Bett königlich und einen Wandschrank königlich. So.
Bett. Ein königliches Bett. Und einen Wench-Rank. Auch königlich. Königlich klein. So. Dann können wir das an ihn hier vermieten. So, passt. Es regnet mal wieder. So, das nächste Haus würde ich sagen, stelle ich jetzt einfach hier mitten rein. Wir gehen mal hier auf die 8. So. Wir machen die Türe hier hin. Dann muss ich jetzt an der die Ding wegreißen hier. Die Pflanze. So, dann schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall alle, die irgendwie das so möchten. Dann machen wir erstmal Fenster. Machen wir da eins hin. Wir machen dort eins hin. Wir machen nirgends mehr eins hin. So, kostet ja auch Geld, ne? Fenster. So. Wir machen Fenster. Einmal, zweimal, dreimal. Wir machen Tür. So, gleich aufmachen. Wir schnappen uns den Hammer. Machen wir altes Holz. Das schaut irgendwie besser aus. Finde ich zumindest, dass das alte Haus besser ausschaut. So, jetzt möchte ich das mal probieren mit dachmäßig, dass wir... nein. Buch bitte. Dass wir die Dinger da nehmen. Das müsste nämlich auch gehen. Vermute ich jetzt mal. Also ich möchte es jetzt einfach mal probieren. Da machen wir normales Holz. Schauen wir mal, was sie sagen. Nein, passt nicht. Also da ist auf jeden Fall, das ist als Boden gerechnet. Dann weg damit. So, dann nehmen wir eben wieder dieses Standarddach. Standarddach, habe ich gesagt. So. Dann verändern. Holz. Ihr merkt schon, ne? Wie viel Bock ich da habe. Wenn dann lieber das Schloss jetzt dann mal anfangen, aber vorher würde ich auf jeden Fall gerne noch die Häuser fertig machen, bevor ich das Schloss anfange. So, bei ihm passt's. Ein königliches Bett und einen Wandschrank. So. Einen Wandschrank, da reicht ihm ein kleiner Dingsbums hier. Und ein königliches Bett. So, passt. Raus hier. Turbomäßig, jawohl, mietet. Dann machen wir hier noch ein Haus. Dann müssten wir eigentlich dann nur noch eins dann brauchen, ne? So, gehen wir mal auf die 8. Das können wir ja mal 9 groß machen. Macht ja nichts. Oder hier mal so ein Eingangsbereich, ne? So, die 1, zack. Und einmal bitte auf das Rennschild. So. Ah. 10 Teile. Optimal. Dann können wir den oder die hier nehmen. Farmer. Ja, Zustand des Hauses ist klar. Das hauen wir schnell hin. Wir brauchen Fenster. Da würde ich sagen, machen wir einmal hier, da, dort, hier und hier. Dann machen wir... Also gebaut ist das schnell. Wenn man das Material hat, dann ist es echt schnell gebaut, muss ich sagen. So. Wir machen bloß wieder Holz. Ich mache bloß die Wände vielleicht mal aus Stein jetzt. So. Die Wände machen wir aus glatten Stein. So, dann brauchen wir die Fenster. Man muss sich nicht viel bewegen, ne? So, Tür noch. Dann Dach.
Dach. Da mir das ja ein bisschen gegen den Senkel geht mit dem Dach, das da so zu machen, wird das Dach einfach so gemacht. So. Machen wir dann Holzdach. Gut. Damit hätten wir das schon mal. Hauskosten, ja, die steigen schon noch. Ein normales Bett, zwei normale Regale. So. Ein normales Bett. Dann zwei normale Regale. Einmal. Zweimal. Und dann brauchen wir noch einen königlichen Wandschrank und zwei Stühle. Gut. Königlicher Wandschrank. Stimmen wir so schräg in die Ecke. So, und zwei Stühlchen. Küche, Stühle. Auch königlich wollen wir die. Jawohl. Kommt sofort. Nehmen wir den da. Keine Ahnung, kommt einer dahin. Und der andere dahin. So, und dann müsste das eigentlich... Hauskosten 4600, ja, kein Thema. Das kriegen wir schnell hin. Machen wir da einfach noch eine Trennwand rein. Wir hatten marklosen Stein. Und dann setzen wir da einfach noch ein Badezimmermöbel hier rein. So ein Waschbecken, so ein Ding hier. So, dann müsste es eigentlich passen, oder? Jawohl, wird vermietet. Zack. 875, passt. Schnell runtergerotzt jetzt das Ganze. Aber es ist... Es macht keinen Spaß, in dem Spiel zu bauen. Also das Spiel an sich finde ich jetzt nicht einmal so verkehrt. Ganz ehrlich. Ich finde es schon okay. Aber die haben da ganz große Fehler gemacht, muss ich sagen, was das Bauen angeht. Wenn ich mir da so andere Bilder, Sachen anschaue, dann... Halt, warte mal. Ich wollte nochmal an den Ding schauen, ob ich jetzt halt nur noch eins brauche oder noch zwei. Aber ich glaube, ich brauche nur noch eins. Ja, ein Haus noch. Und das packe ich jetzt hier dazwischen. Mal ganz kurz auf die Erd. So, 1, 2, 4, 5, 6. Wir machen einmal Tür. Wir machen einmal Rent. Da müsste aber einer dabei sein, ne? Ja, okay. Dann Fenster. 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 So. Dann machen wir hier mal den Klappenstein, den machen wir mal im Boden. Und ringsrum machen wir Putz. Einen feinen Putz machen wir da mal. Sehr fein. Ist vielleicht fürs Schloss dann gut, ne? Na, warum nicht? So. Warte mal, wir könnten auch mal ein flacheres nehmen. Da dieses hier zum Beispiel. Das ist kein Dach. Das ist kein Dach. Das da. So. Und da nehmen wir natürlich dann auch den feinen Putz. Zack. So. Dann gucken wir mal. Halt. Fenster noch. Da können wir auch einmal andere nehmen jetzt. Da ist solche Eisendinger da.
Schaut zumindest so aus wie Eisen, ne? Ja. Das passt schon. Gut. Die Tür dann natürlich dementsprechend. Ja. Muss ja auch passen, ne? So, schauen wir mal. Also, das passt alles. Da würde es auch passen. 20, 5, da. Okay. Ein Bett, einen Wandschrank. Okay, machen wir erstmal den Wandschrank, ist egal. Und ein Bett. So. Dann war irgendwas mit Waschbecken, glaube ich, ne? Ein Waschbecken und ein Regal. So, nehmen wir das mal dahin. Waschbecken. Ups. Waschbecken. Und ein Regal. Und das auch königlich. Proportionen, die passen auch irgendwie überhaupt nicht in dem Spiel, finde ich. Finde ich jetzt total. Also die Proportionen in dem Spiel, es passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Nicht im geringsten. So, dann nehmen wir natürlich hier, zack, mietet, alles klar. Wir haben die erste Aufgabe erledigt. So, dann würde ich sagen, legen wir doch mal los mit unserem Schlösschen. So, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, dass ich die Dinger da genau einfach rausschmeißen kann und dann passt es. Gehen wir mal auf Gebäude, Schloss. So, wir brauchen wahrscheinlich eher die klötzigen. Das sind ja, glaube ich, eher Mauerstücke oder sowas, ne? Würde ich jetzt sagen. Moment, raus, raus. Keine Ahnung, wir fangen jetzt einfach hier mal irgendwo an. Ziehen jetzt halt hier einfach mal ein paar Böden entlang. Weil immerhin soll das ja Schloss werden und es ist wahrscheinlich immer noch zu klein. Was fehlt mir? Achso, ich war nur falsch ausgerichtet. So, dann schauen wir mal. Die Nummer 2, das sind dann solche komischen Blöcke hier. Mauerblöcke halt, ne? So, gehen wir mal rein. Wir brauchen irgendwie da sowas. Hui. Kann man das nicht zusammenfügen? Jetzt ernsthaft? Das ist wahrscheinlich nur die Mauer oder sowas, ne? Das kann ich mir vorstellen. Warte mal, dann nehme ich noch das schmale Ding mit rein. Und auch den Block. Geh raus da. Ich vermute aber, dass dieser Block hier nicht drauf passt, oder? Ja. Also dafür braucht man tatsächlich dann das Extra-Teil hier. Keine Ahnung. Da passt es dann nämlich auch. So, hier kommt natürlich dann wieder ein großer Block hin. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Treppe hier dran. Es müsste ja jetzt gehen. Mit einer Treppe. Wo seid ihr? Hier. Dieses Ding hier. Nein? Ah, okay. Alles klar. Das heißt, wir brauchen Bodenplatten. Dann machen wir das doch mal so. Dann gehe ich da nochmal
mindestens zwei rüber. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nochmal 2. Warum dreht sich das jetzt? Willst du mich verarschen? Platzieren, drehen mit dem Mausrad. Ich kann nichts drehen mit dem Mausrad. Jetzt muss ich das tatsächlich so hinsetzen, weil ich die Böden... Okay, wir machen mal da einen hin. Dann schnappen wir uns nochmal die Treppe. Das funktioniert ja wenigstens. Dann sind wir hier oben. So, dann schnappen wir uns nochmal die zwei, weil ich denke, wir müssen einfach hier das Ganze so ein bisschen... Ach so, weil das Ding fehlt, ne? Seriously? Jetzt hätte ich gedacht, ich baue das dann da auch so rüber. Keine Ahnung. Liegt es tatsächlich daran, wie ich den Boden setze? Das kann nicht sein, ne? Das kann ja nicht sein. Aber ich kann jetzt diesen Würfel hier warum ist der jetzt halt in die Richtung? Und da ist er in die Richtung. Das macht mich gerade stutzig. So. Gut, sowas muss man ja auch erst einmal lernen, ne? Learning by doing. Es geht halt nicht alles einfach so. Und ein Schloss ist ja normalerweise schon ein bisschen größer. Warum gehst jetzt du da nicht hin? Jetzt. So, die zwei wieder. So, da sind jetzt die Blöcke wieder in die Richtung. Das Spiel will mich doch verarschen, oder? Oder ist dann immer jedes einmal gedreht, dass die... Nee, ich meine, da habe ich ja einen hässlichen Spalt, ne? Hm. Okay. Dann schnappen wir uns mal... Ist mir jetzt halt nämlich egal. Jetzt ist es mir wirklich egal. Wir schnappen uns jetzt halt mal diese Dinger hier, die da nicht hingehen. Dann schnappen wir uns die einzelnen, die da nicht hingehen, weil die sind wahrscheinlich eher für die Türme. Wie ist es mit den Dingern da? Die stehen auch wieder einzeln. Moment mal. 5, 10, 15, 2, okay. Normalerweise sollte ich das doch haben, oder? Ja. Errungenschaft freigeschaltet. True Ruler. Nein. Werdet König. Ihr habt alles gelernt, um euer eigenes schönes Königreich aufzubauen. Vergesst nicht, ein Bild eurer zukünftigen Stadt auf unserer Steam-Seite zu teilen. Drückt Space. Ich will nicht Space drücken. Ich muss Space drücken.
Nein, ganz ehrlich, also das ist heute auch definitiv der letzte Part. Vielleicht kommt ihr damit klar, aber dieses Bauen macht hier keinen Spaß. Ist einfach Fakt. Das ist heute für mich, wie gesagt, der letzte Part. Ich kann mich ja noch nicht einmal auf meinen Thron setzen. So, und der kommt jetzt da vorne hin. Geht noch nicht einmal. Oder wie? Ich kann... Dann bleibt das stehen. Also Leute, lasst mich gerne eure Meinung wissen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und Kommentare, wie gesagt, ist herzlich willkommen. Und ich würde sagen, schaut einfach in meinen anderen Let's Plays vorbei. Und ich denke mal, dass ich wieder ein altes Spiel rauskram, was allerdings auch mit Bauen zu tun hat, aber wo ich wesentlich besser bin. Okay, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche, schönen Tag, schönen Abend, was weiß ich. Macht's gut. Ciao, ciao.